Gesichter gesehen, die ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Ich war ja, wann war ich das letzte Mal in Halle Neustadt? Schon eine Weile her, oder? Ich glaube anderthalb Jahre schon. Ja, und ich möchte euch heute gerne einige Titel von meinem neuen Album Die Liebe ist ein Niemandsland vorstellen. Das war gerade der Titelsong dazu. Und ja, das nächste Lied, was ich euch jetzt vorstellen möchte, das habe ich gestern in der Sendung Hier ab 4 gesungen. Habt ihr das geguckt? Ja, ganz begeistert. Geh aus meinem Herz. Ich vermisse dich so sehr.
Der Jens hat so viel geschrieben hier. Also nicht ich, die sind nicht von mir, die vom anderen Jens hier vorne. Sag mal, wie lange hast du da geschrieben? Wochen, ne? Oh Mann. So. Das ist meine. Ja, es sind 15 Briefe. Ist ja unglaublich. Was steht da drin? Oh. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, was drin steht. Steht überall das Gleiche drin. Hast du den nur abkopiert? Einmal geschrieben, abkopiert? Also wir fahren heute noch viele, viele Stunden. Da hat die Franzi gleich was zu tun. Ja, genau. Die langweilt sich sonst im Auto. Und da hat die viel zu tun. Die ganzen Tiere fahren auch noch mit. Genau. Ich denke mal, wird gesundes Wasser. Was ist hier drin? Sekt? Wasser. Ja? Wasser, ne? Gut, trinken wir auch während der Fahrt. Ne? Das wird eine lustige Fahrt heute, muss ich sagen. Die Rose stellen wir auch noch ins Wasser. Ja, und es ist so eine Plastikrose. Denkst du? Siehste, brauchen wir nicht ins Wasser stellen, Jens. Aber wenn du möchtest, kannst du die gerne ins Wasser stellen. Schön, damit die oder? Nicht verwelkt. Die verwelkt nie. Nee. Ja, das ist doch schön. Ja, wunderbar. Die Briefe, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Das MDR, hier ab 4. Ganz genau. War eine tolle Sendung. Und viele denken immer, da gibt es vorher Proben, da wird vorher erstmal der Moderator bespricht zwei Stunden mit dir die Sendung. So ist das nicht. Nee, also wir sind dort angekommen und ja, ich konnte auch den Titel, den ich dort gesungen habe, einmal durchproben. Ja. Also ich hatte einmal die Chance, den zu üben, aber dann wurde ich ins eiskalte Wasser geworfen. Oh. Aber hat ja geklappt. Hat es euch gefallen gestern hier ab 4? War super? Wunderbar. Man kann das auch in der Mediathek nochmal nachschauen. Gibt es genau. So eine MDR-Mediathek? Im Internet kann man auch nochmal nachschauen. Ja. Oder ich habe es jetzt auch vorhin gerade auf meiner Facebook-Seite gepostet. Es ist irgendwie mein. Ich weiß, was kommt. Diese Box dort. Franzi, wir sind ein Stück weiter vor. Hier sind überall Boxen, ja. Überall, hier ist eine Lautsprecherbox, da ist eine, hier ist eine. Wir müssen genau den Punkt finden, wo es nicht zurückkoppelt. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt hier, ja. Der okay. Ist sehr schön. Mama ist natürlich, okay, keine CD drin. Die ist jetzt nicht aber drin. Hier ist eigentlich das ganz normale Album. Ja. Das gibt es ja heute auch. Aber in der Fan-Edition ist noch eine zweite CD mit dabei. Da sind noch 9 verschiedene Songs drauf, also ja. Verschiedene Versionen der Lieder. Okay. Und ja, es hat eine ganz andere Aufmachung, aber... Booklet ist mit drin, schöne Fotos sind dabei, die Liedertexte zum Mitsingen. Und alle Versionen, ja. Also deine Titel gibt es in verschiedenen Versionen. Mit dieser Scheibe, mit dieser Packung sozusagen geht ihr auf Nummer sicher, habt ihr wirklich alles drin. Und da gibt es so eine Stelle in dem Song, wo ihr mitsingen könnt. Ich singe euch mal kurz die Stelle vor, damit ihr auch weit wisst, um was es geht. Und zwar kommt eine Stelle vor, die geht Hey, yo, hey, hey, yo, hey. Bekommt ihr das hin? Ist nicht so schwer. Hey, yo, hey. Wollen wir mal anfangen? Ja? Ich würde sagen, auf geht's. Wir lassen heute hier in Halle 100.000 rote Luftballons steigen.